Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kommilitoninnen, Kommilitonen, liebe Freundinnen, liebe Freunde und nicht zu vergessen, liebe Genossinnen und liebe Genossen. Die Einladung zu dieser Konferenz habe ich sehr gern angenommen und ich habe sie als eine große Ehre aufgefasst, hier sprechen zu dürfen für eine sehr gute Sache, die noch dadurch deutlicher hervortritt, dass wir, darauf hat Norman Pech bereits hingewiesen, dass wir etwas näher an Deutschland heran, als es Kurdistan ist, in Griechenland nämlich, auch mit unserer Solidarität einiges ausrichten müssen, damit sich die Dinge zum Besseren wandeln können. Und wir hoffen alle, dass dies nicht nur uns, sondern vielen, vielen anderen in vielen anderen Ländern auch gelingt. Das Thema dieser Konferenz, die kapitalistische Moderne sezieren, ist auf der einen Seite natürlich ein höchst anspruchsvolles wissenschaftliches Thema mit einer gewissen politischen Brisanz, die ja auch schon angedeutet worden ist. Es ist einfacher, so könnte man sagen, im geologisch nahezu vollständig explorierten Nahen und Mittleren Osten, da ist kein Stein nicht untersucht worden, ob nicht vielleicht ein Tröpfchen Öl darunter zu finden ist. Es ist leichter, dort noch ein gigantisches Ölfeld zu finden, als den Frieden zwischen den Völkern, die in dieser Region leben, herzustellen. Das ist eigentlich paradox, denn ersteres, die geologische Situation, haben wir gar nicht in unseren Händen, letzteres aber ist sehr wohl in unserer Verfügung, den Frieden nämlich herstellen zu können. Es gibt ebenso viele Friedensangebote wie Versuche, den Friedensprozess zu sabotieren. Jede, die die Zeitungen verfolgt, wird viele, viele Beispiele dafür finden können. Beispielsweise folgenden Friedensangeboten von Abdullah Öcalan schon 2013, das gerade jetzt zum Nevros-Fest erneuert worden ist, die Absagen, nicht nur mit Worten, sondern beispielsweise auch mit dem schrecklichen Attentat von Al-Azaka mit 45 Toten vor wenigen Tagen. Und das neue Polizeigesetz in der Türkei, das die Türkei möglicherweise in einen Polizeistaat verwandeln könnte. Ich drücke dies sehr vorsichtig aus, weil ich hoffe, dass dies verhindert werden kann. Die Rechte von Bürgerinnen und Bürgern werden zugunsten der Vollmacht der Polizei eingeschränkt und dagegen muss eben auch entsprechender Widerstand geleistet werden. Dies geschieht auf dem Hintergrund der Herausbildung einer, so könnte man sagen, reaktionären Koalition, die nicht nur in dem Nahen Osten stattfindet, sondern in dem gesamten Mittleren und Nahen Osten, in der gesamten Region. Etwa in der Militärkampagne gegen die Houthi-Rebellen im Jemen oder die Konflikte in Syrien und im Irak mit dem Islamischen Staat und dessen terroristische Aktivitäten. Und es sieht so aus, als ob alles das, was dort passiert, auch zusammengebracht wird zu einer seltsamen fundamentalistischen Koalition mit Fundamentalisten aus dem islamischen Bereich und Fundamentalisten auch aus den USA und vielleicht auch noch aus einigen europäischen Staaten. Nicht religiöse Fundamentalisten, aber ideologische Fundamentalisten allemal. Da bildet sich also eine neue Koalition heraus von Ölförderern und von Ölverbrauchern. Eine neue Querfront, so sagt man dazu in der deutschen politischen Sprache, von Teilen der OPEC
und der Nicht-OPEC-Ölverbraucherländer, die alle fest auf dem Fossilismus und der kapitalistischen und dessen ökonomischen Machtverhältnisse fußen und auf dessen und deren Fortsetzung eingeschworen sind. Der Frieden scheint auch deshalb eine ferne Utopie zu sein, weil es um mehr als um den Rojava genannten Landstrich in Syrien oder um die Zukunft der etwa 20 Millionen Kurden in der Türkei, der 9 Millionen im Iran, der 6 Millionen im Irak, der 4 Millionen in Syrien und der kurdischen Diaspora in Europa und in der Gemeinschaft unabhängiger Staaten der ehemaligen Sowjetunion und auch anderswo gibt. Es dreht sich um handfeste ökonomische und daher geostrategische Interessen in der gesamten Region von Afghanistan über den Persischen Golf, die arabische Halbinsel bis Nordafrika und die Schwarzmeerregion und Zentralasien. Alle wichtigen geopolitischen Akteure sind involviert. Auch solche fernab von der geografischen Region, von Akteuren wie die USA, Russland und China. Die USA sind traditionell die geopolitisch aktivste und aggressivste Macht. Von ihnen wird derzeit der Bürgerkrieg in der Ukraine verantwortungslos, wie ich meine, angeheizt, wird eine Front gegen das in religiösen Termini orthodoxe Russland und den schiitischen Iran gleicherweise aufgebaut, werden alle Regime gestützt, die den westlichen Interessen dienen, gleichgültig, wes Geistes Kind sie sind und welcher Verbrechen sie sich manchmal auch schuldig gemacht haben. Es sind Fundamentalisten in den USA, Fundamentalisten in einigen arabischen und afrikanischen Staaten, russophobische Eliten in Osteuropa, die die Zukunft der ganzen Menschheit aufs Spiel setzen. Diese fundamentalistischen Bedrohungen fügen sich in die Aufrüstungsmaßnahmen zu einem neuen Kalten Krieg. Und dieser kann sehr schnell in einen heißen Krieg umschlagen, zumal ja die US- und die IS-Fundamentalisten und ihre Mentoren, wenn auch mit ganz unterschiedlicher Motivation, den Finger am Abzug haben. So viel zur Aktualität der Ereignisse. Ich wage nicht genauer darauf einzugehen, weil mir die Kenntnis der Region, ihrer Geschichte, ihrer Kultur, der sozialen und politischen Gemengelage und der daraus resultierenden Konflikte fehlt. Aber es können einige geostrategische und politisch-ökonomische Widersprüche und tektonische Bruchlinien bezeichnet werden, die zum Verständnis der Konflikte und Krisen heutzutage von Belang sind. Aber zunächst eine erfreuliche Mitteilung in der Region. Die nach dem Ersten Weltkrieg gezogenen Grenzen des Sykes-Picot-Abkommens werden immer mehr in Frage gestellt, doch auf eine ganz neue Weise. Nicht um aus den Territorien, die diese Grenzen umschreiben, einen Teil herauszuhauen, um diesen wieder mit Grenzen dann einzuzäunen, sondern über die Grenzen und deren Bedeutung generell hinwegzugehen. Die imperiale Grenzziehung durch französische und britische Diplomaten hat die heute etwa 40 Millionen Kurden auf mindestens 4 Länder, wenn man von der Diaspora absieht, verteilt und in einen Dauerkonflikt hineinkatapultiert. Aus dem herauszukommen ist bekanntlich außerordentlich schwierig ist. Und wie schwierig das ist, zeigt sich daran, dass die Initiativen, die von Abdullah Öcalan vor allen Dingen auch in Gang gesetzt worden sind, auf nicht große Gegenliebe bei den anderen Partnern, die notwendig sind, um eine Lösung zu finden, bislang gestoßen sind. Verhandlungen sollen den Status der kurdischen Bevölkerung innerhalb der Nationalstaaten, in denen sie leben, klären. Das ist eine neue Version, die von Öcalan
ja seit Jahren vertreten wird. Das ist vor allem in der Türkei bedeutungsvoll, aber nicht nur dort, wenn die Form des Nationalstaats nämlich nicht mehr das Gefäß sein kann und auch nicht sein soll, in dem das kurdische Volk zusammengefasst ist, stellt sich sofort die Frage, welche anderen Gefäße, auf welcher Töpferscheibe, um im Bild zu bleiben, durch wen und wie geformt werden können. Die Kurdenfrage wird so aus den ideologischen, aus quasi religiösen und machtpolitischen Auseinandersetzungen um Grenzen zu einem theoretischen und zu einem ethischen Problem erhoben. In der europäischen Tradition ist die Rolle des Nationalstaats, dieses seit dem Westfälischen Frieden von 1648 und seit der Etablierung eines internationalen Systems von Nationalstaaten, selbstverständliche und daher scheinbar alternativlose Gebilde, dieser Nationalstaat ist mehr und mehr in Frage gestellt. Wie viele und wie blutige Konflikte hat es in der europäisch dominierten Weltgeschichte um die Grenzen der Nationalstaaten und über das Territorium, über das sie herrschen, gegeben? Dabei ging es nicht immer um ethnische oder religiöse Grenzen oder Sprachgrenzen, sondern einfach schlicht und ergreifend um natürliche Ressourcen oder Gebiete mit strategischer Relevanz. Deren Beherrschung sicherte den Nationalstaaten ökonomische und politische Macht, internationale Relevanz und politischen und kulturellen Glanz, so könnte man es auch sagen, in dem sich die Herrschenden sonnen konnten. Sie wurden Mitglied des sogenannten Charming Circle der europäischen kolonialen und später imperialen Nationalstaaten im Vergleich zu denen der Rest der Staaten in der Welt, erstens spät und häufig zu spät die Bühne betrat und zweitens im Konzert der Mächte allenfalls die zweite Violine spielen durften. Nun aber deutet Abdullah Öcalan eben an, dass dieser Nationalstaat nicht die einzige Alternative sein muss. Die Botschaft lautet vielmehr, der Nationalstaat ist nicht das einzige Gefäß, in dem die Menschen Identität und Schutz, also so etwas wie eine Heimat finden können oder gar glücklich werden können, indem sie die Aufforderung der US-amerikanischen Verfassung ernst nehmen, Pursuit of Happiness. Wir müssen also über den Nationalstaat hinausdenken. Das Gefäß des Nationalen ist in Zeiten der Globalisierung oder gar des sogenannten Anthropozän oder des Kapitalozän, also eines Erdzeitalters, das durch den Kapitalismus beherrscht ist. Es ist nicht nur die Gesellschaft, die kapitalistisch ist, sondern die Erde selbst ist kapitalistisch geworden. In solchen Zeiten ist der Begriff und die Wirklichkeit des Nationalstaats nun tatsächlich zu eng geworden. Wenn Menschen die Erdsysteme nämlich verändern, die von Geologen bestimmten Planetary Boundaries zerstören, reißen, einen Klimakollaps herbeiführen können, dann ist der Nationalstaat, selbst ein territorial ausgedehnter Nationalstaat, nur eine sehr, sehr kleine Nummer. Doch vielleicht ist diese auch zu groß, weil das Alltagsleben nicht im nationalen, sondern im regionalen und lokalen Rahmen gestaltet wird, und zwar solidarisch und solar, das heißt nachhaltig im ökologischen Sinne. Wer die kapitalistische Moderne seziert, das ist das Thema dieses Kongresses, der findet schnell viel faules Fleisch unter dem Seziermesser, aber auch unbändige Kraftreserven, sowohl solche, die das alte, die überlieferten Herrschaftsverhältnisse bewahren sollen, als auch solche, die eine neue Welt errichten können, eine Welt der größeren Gleichheit zwischen den Einkommen und Vermögen, um es ökonomisch auszudrücken, zwischen den Nationen und Geschlechtern, um es politisch und sozial zu formulieren, eine Welt des Ausgleichs zwischen Jungen und Alten, zwischen Norden und globalen Süden, Gleichheit ohne Gleichmacherei und der Ausgleich sind nicht möglich, wenn auf dem Weg der Entwicklung wie in der Vergangenheit Fortschritt gesucht wird.
alle Analysen zeigen ohne Ausnahme, dass in den vergangenen Jahrzehnten des Neoliberalismus die Ungleichheit enorm zugenommen hat. Die Studie von Thomas Piketty über das Kapital im 21. Jahrhundert hat mit dieser Erkenntnis und den daraus gezogenen Schlussfolgerungen sogar Weltberühmtheit im letzten Jahr erlangt. David Harvey, der hier auf diesem Kongress noch sprechen wird, hat darauf hingewiesen, dass die ökonomische Ungleichheit notwendig zunehmen muss, wenn Kapitalakkumulation nicht mehr aus dem produzierten Mehrprodukt stattfindet oder nicht nur aus dem produzierten Mehrprodukt stattfindet, sondern als Enteignung aus der durch vergangene Arbeit produzierten bzw. von der Natur ererbten Substanz finanziert wird. Fortschritt im Sinne von mehr Gleichheit, Ausgleich und daher Frieden und Glück ist nur möglich im Zuge einer großen Transformation der gegenwärtigen kapitalistischen Gesellschaftsordnung. Ob diese revolutionär erfolgt oder der Kapitalismus reformiert wird, das kann eigentlich immer nur post festum im Nachhinein festgestellt werden. Man kann das nie im Vorhinein entscheiden, sich für das eine oder andere entscheiden. Aus einem reformatorischen Prozess kann etwas Revolutionäres werden und die Revolution kann, wie die Vergangenheit zeigt, sehr leicht im Reformismus versanden. Der Rahmen und das Regelwerk der Auseinandersetzung sind heute der Markt, und zwar keineswegs ein freier Markt, sondern ein aus Gesellschaft und Natur völlig entbetteter Markt, der deshalb der Gesellschaft als Sachzwang gegenübertritt. Der Markt ist nicht mehr frei, sondern ein Sachzwang auf die Gesellschaft und für alle Menschen, die in diesen Gesellschaften leben. Dieser Sachzwang ist obendrein eine mächtige Ideologie, die das Handeln der politischen Akteure von Estland im Norden Europas bis Saudi-Arabien und so weiter anleitet und daher eine politische Gewalt ist. Er ist in den Institutionen der globalisierten Welt fest verankert und er hat viele Namen, von Strukturanpassungsprogrammen des Internationalen Währungsfonds, der Weltbank beispielsweise, über den Konsens von Washington, wie die Anpassungsprogramme im Internationalen Währungsfonds auch genannt werden, oder er nennt sich Acquis Communitaire in der Europäischen Union. Das ist das Regelwerk, das alle Mitgliedsländer anwenden und erfüllen müssen. Oder es sind die Auflagen der Troika, deren Logik Griechenland bis fast zum Exitus, der dann Grexit genannt wird, gewirkt haben und dabei sind zu wirken und möglicherweise diesen Grexit auch erzwingen. Das ist nicht freier Markt, das ist entbetteter Markt, das ist ein Sachzwang, der durch die Mechanismen des Marktes ausgeübt wird und dem zu entziehen, es nicht möglich ist, indem man den Marktmechanismus lobt und verfolgt und sagt, wenn es nicht richtig funktioniert, dann müssen wir noch mehr Markt anwenden, sondern das geht nur durch politische Aktion. Eine neoliberale globale Ordnung mit einem durch den Markt definierten Ordnungsrahmen hat die Funktion des nationalstaatlichen Souverän eingenommen. Auch dies ein Beweis dafür, dass der Nationalstaat nicht mehr der Souverän ist, der vielleicht irgendwann einmal vor langer Zeit gewesen ist. Also die legitime Entscheidung einer demokratisch gewählten Regierung wie in Griechenland gegenüber dem erpresserischen Druck der Troika bedeutet gar nichts, wenn man dieser Marktlogik folgt. Es kommt aber noch hinzu, dass die Ressourcen, so zeigen es ja die Erfahrungen aus Jahrtausenden, eben auch genutzt werden, um Druck, um Zwang auszuüben, um nicht dazu verwendet zu werden, den Menschen ein besseres, ein emanzipiertes Leben möglich zu machen. Die natürlichen Ressourcen, Menschen auch, sind genutzt worden, indem sie zu Soldaten gemacht worden sind oder versklavt worden sind. Bis in unsere Tage findet das ja immer noch statt. Tiere sind genutzt worden, vor allen Dingen Pferde, mit denen die menschliche Kraft vervielfacht werden kann.
Land wird also auch als Ressource genutzt, um dort Nahrung anzubauen und dieses Land auch anzueignen. Die Metalle werden aus der Erde gebuddelt, um Waffen zu schmieden. Und später ist dann das Gold auch noch als die wichtigste Ressource hinzugekommen, weil es als Geld schlagkräftig, wie es bei Marx heißt, zum Kauf aller Ressourcen genutzt werden kann. So war es mit den Abstufungen in der gesamten präindustriellen Geschichte überall in der Welt, erst seit der fossilindustriellen Revolution im 18. Jahrhundert hat sich dies grundlegend geändert. Jetzt sind es die Energiereserven der politischen und vor allen Dingen der ökonomischen Macht, die sich aus externen Quellen, nämlich aus den fossilen Energieträgern, speisen, aus der Natur, deren Ressourcen rücksichtslos geplündert und deren Tragfähigkeit für schädliche Emissionen gnadenlos überlastet werden. Dass die Natur auf der begrenzten Kugelfläche des Planeten Erde, so hat Immanuel Kant ja den kategorischen Imperativ begründet, dass wir uns auf dieser begrenzten Kugelfläche irgendwie auch so organisieren müssen, dass wir uns nicht die Köpfe wechselseitig einschlagen. Das ist also eine Bedingung dafür, dass also das friedliche Zusammenleben der Menschen möglich ist und dass wir also auch mit Beschränkungen der Naturnutzung umgehen müssen. Das ist eigentlich allgemein bekannt. Der Planet Erde ist eben kein Füllhorn und Respekt und Beschränkungen des Verbrauchs von Naturressourcen ist eine Notwendigkeit des Überlebens der Menschheit. Das ist in allen Kulturen, in traditionellen ebenso wie in modernen Gesellschaften bekannt und die meisten Menschen sind sich auch dessen bewusst. Dieses Wissen hat die Wissenschaften beflügelt, hat aber auch den Glaubenskern von vielen Religionen ausgemacht. Ebenso bekannt ist aber auch die ignorante und die arrogante Missachtung von Schranken der Natur und der menschlichen Gesellschaften in der kapitalistischen Moderne. Die Welteroberer aller Zeiten, von Alexander und Augustus über Tschingis und Kublai Khan, Tamerlan bis Hitler, haben die Grenzen der Erde immer zu überwinden versucht und dann entdecken müssen, dass ihnen neue Grenzen erwuchsen. Die Grenzüberschreitung der Welteroberer war sehr oft mit unfassbarer Grausamkeit verbunden. Insofern sind die Grausamkeiten des islamischen Staates historisch betrachtet gar nicht so neu. Aber diese Grausamkeiten dienten eben auch der Expansion auf begrenzter Kugelfläche des Planeten Erde. Die imperialen Nationalstaaten und deren politische Klassen neigen eben auch dazu, ihre imperialen Machtressourcen zu überdehnen. Das ist der Overstretch, über den sich Politologen, Politikwissenschaftler überall in der Welt auslassen, wenn sie die US-amerikanische Situation analysieren. Sie haben die Legitimität ihres Tuns überbeansprucht, die Nationalstaaten. Sie haben daher den Konsens ihrer Herrschaft auch untergraben. Genauso wichtig ist aber auch die Erosion der ökonomischen und finanziellen Reproduktion des Systems. Dieses basiert faktisch zu 80% und mental und ideologisch zu 100% auf fossilen Brennstoffen, deren Verbrennungsprodukte zu 100% auf Erden bleiben. Die Erde ist eben ein geschlossenes Energiesystem. Das herrschende Konsum- und Produktionsmodell der entwickelten Industriestaaten wird nun zum Sachzwang, der keine Abweichung zulässt und daher dessen Fortsetzung gebietet. Doch wie soll dies möglich sein, wenn die Grenzen nicht von den Reitern eines Genghis Khan immer weiter gen Westen ausgedehnt werden können? Dann fängt der Streit um die Ressourcen an. Man muss vielleicht hinzufügen, er fängt nicht erst an, wir sind bereits mittendrin. Landgrabbing oder der moderne Extraktivismus
sind zwei der Kampfplätze. Der dritte und in unserem Kontext vielleicht der bedeutendste, aber ist das Öl, sind die fossilen Energiereserven. Der Historiker Fernand Braudel und ihm folgend die Weltsystemtheorien haben zwischen Weltreichen und Weltwirtschaft unterschieden. Die Welteroberer der Prämoderne zielten immer auf die Errichtung eines Weltreichs unter ihrer jeweiligen Herrschaft und haben sich dafür stark gemacht, die Grenzen auszuweiten. Seit der kapitalistischen Moderne aber ist die Eroberung ein Prozess der Inwertsetzung, das heißt der Integration von Regionen, Lebensweisen, Gemeingütern in den globalen Verwertungsprozess des Kapitals. Dieser ist schrankenlos in Raum und Zeit, das heißt, er umschließt alle geografischen Räume, bezieht sich auf alle Ressourcen, die die zur Verfügung stehen können, die dieser Planet Erde zur Verfügung stellt. Wir müssen also diesen Zusammenhang berücksichtigen, eine begrenzte Erde auf der einen Seite und ein System, ein ökonomisches System und das Bestreben der Akteure in diesem System, eben sich die ganze Erde, die begrenzt ist, untertan zu machen. Und um zu begreifen, was dies dann bedeutet, müssen wir den Gesamtzusammenhang in Rechnung stellen, von dem Friedrich Engels in seiner Schrift Die Dialektik der Natur spricht, den Gesamtzusammenhang in Rechnung stellen, in dem also die Begrenztheit eine große Rolle spielt und gleichzeitig auch das Bestreben, diese Begrenztheit nicht anzuerkennen und die daraus resultierenden Konflikte. Kapital muss sich verwerten und daher müssen immer wieder neue Sphären der Kapitalanlage gefunden werden. Und dies ist eine der Ursachen dafür, dass uns so viele Konflikte ins Haus gestanden haben und diese auch immer noch eine ganz entscheidende Rolle für das menschliche Zusammenleben derzeit spielen. Es ist aber auch die Aggressivität, die Ursache der Aggressivität der imperialistischen Allianzen, gerade im Nahen und Mittleren Osten, weil sich ja dort eben diese Tankstelle befindet, wo sich das System, das weltweite kapitalistische System, das Kapitalozän sozusagen mit Energie versorgt. Eine Lösung des Problems wird es nur dann geben, wenn in einer langen Frist, die aber bereits begonnen hat, es ist nicht eine ferne Zukunft, wenn wir von langer Frist reden, sondern das ist die Gegenwart, die allerdings möglicherweise sehr lange dauern wird, wenn nicht in dieser langen Frist eben auch begonnen wird, von dem fossilen Energiesystem abzurücken, indem eben versucht wird, auf erneuerbare Energien umzusteigen und die regionalen und lokalen Ressourcen zu nutzen, was nur möglich ist, wenn auch die Verfügung darüber demokratisiert wird, wenn also auch eine neue Form des Produzierens, des Konsumierens, des Zusammenlebens gesucht und dann auch gefunden und praktiziert wird. Und das ist etwas, was eben in vielen Weltregionen die Menschen beflügelt, wo es sehr viele Versuche gibt, von Venezuela angefangen, über die argentinischen Genossenschaften bis hin zu Landkommunen in Mexiko und anderswo in der Welt, und natürlich dann auch bis hin zu den Versuchen in Teilen der kurdischen Gebiete, in Rojava beispielsweise und auch anderswo, neue genossenschaftliche Formen der Produktion und der Organisation der Gesellschaft zu finden, wobei dann immer auch und notwendigerweise und sinnvollerweise auch die Geschlechterverhältnisse verändert werden, aus den traditionellen, eher patriarchalisch dominierten Beziehungen in andere Beziehungen, in denen die Gleichberechtigung der Geschlechter
ein ganz zentrales Prinzip ist. Und dass hier also Ansätze gefunden worden sind, die weiterzuentwickeln sind, das ist eigentlich das, was auch Hoffnung gibt aus dem, was im Kurdistan der verschiedensten Länder des Nahen Ostens, von der Türkei über Syrien bis zum Irak und Iran, eben eine Rolle spielt und in Zukunft weiterentwickelt werden muss. Das ist Hoffnung für alle, und ich glaube, es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass dies ein Beispiel oder ein Fall ist von vielen anderen in anderen Weltregionen, und dass wir diese globalen Zusammenhänge zu berücksichtigen haben, wenn wir entsprechende politische Strategien entwickeln. Und aus diesen politischen Strategien sind wir auch hier in Deutschland, wo wir scheinbar diese Probleme alle nicht haben, denn es geht uns ja ökonomisch so wunderbar gut, wie uns tagtäglich in den Zeitungen und im Fernsehen mitgeteilt wird. Und diese Probleme, das ist irgendetwas in einer fernen Welt. Aber diese Welt ist nicht so fern, und wir müssen den Versuch machen, sie eben auch hier angepasst eben auch Realität werden zu lassen. Damit erst einmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, und ich hoffe, dass dieser Kongress, dieser Konferenz einen Beitrag dazu leisten kann, dass wir auf diesem Wege weitere Fortschritte machen können.